Ja, hi, liebe Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier ein Product Placement, gesponsert von Keen Games aus dem wunderschönen Frankfurt am Main. Das meine ich ernst. Nämlich Enshrouded. Enshrouded ist ein Spiel, das in einer gewaltigen Welt spielt, dem sogenannten Ember Vale. Und unser Volk ist im Untergang geweiht, denn die Shroud, also so eine Nebelwolke, eine Seuche, die unsere Vorfahren freigesetzt haben, verschlingt alles. Ist wohl auch namensgebend für das Spiel, nämlich Enshrouded. Und es ist ein 16-Spieler-Koop. Also ihr könnt es mit zu 16 Spielern online Koop spielen. PvP habe ich jetzt nichts darüber gehört. Aber macht ja nichts. Ich finde Koop auch generell viel reizvoller als gegeneinander. Da gibt es ja auch andere Spiele, wo man das auch machen kann, wo man gegeneinander zocken kann. Ich bin auf jeden Fall eher der Kooperative, nicht Kompetitive. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass ich die Gelegenheit bekomme, euch das vorstellen zu dürfen. Kommt jetzt nämlich am 24.01. in der Early Access auf Steam. Ich kann es schon etwas früher spielen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, bevor ich noch mehr quatsche. So, Charakter erstellen, was nehmen wir denn? Ja, wir können schon mal einen Vorgefertigten raussuchen. Ach, den alten nehme ich. Nein. wir schauen mal kurz. Was haben wir denn noch? Es wird nur in einem Part angezockt. Ich sag's gleich nur dazu, bevor jemand fragt. Ach, der sieht genauso aus wie ich. Vom Alter passt das auch ganz gut. Nein. Nicht wirklich zum Glück. Warte mal, was nehmen wir denn? Die Frisur? Ja, so eine Frisur habe ich ungefähr. Ja, ich wünschte, ich wäre doch so, aber ist schon... Na gut, doch. Ist doch mehr so als so. So, und natürlich habe ich einen schönen Bart. Nee. Ja, so kommt das eher hin. Farbe. Oh ja, das ist meine Stimme. Das ist meine Stimme. Kann ich nicht das Gesicht da irgendwie? Okay, man kann das Gesicht leider jetzt nicht mehr verändern. Aber so knärzig sehe ich jetzt auch nicht aus, so alt. Allerdings habe ich auch nicht so eine Muskulatur. Nicht so eine ausgeprägte, leider. Aber man kann es ja noch ein bisschen custom machen. Ja, komm, das kommt mir schon in etwa. So, und wir nennen es natürlich Ruga. Erstellen. So. Oh, jetzt seht ihr auch das Datum, weil ich schon spielen kann. Sehr gut. Und wir spielen. Privat, Host oder Beitreten. Wie man sieht, man hat wohl einen Spielstand und den kann man dann privat einfach weiterzocken. Man kann Leute einladen, indem man also hostet. Man kann Leute ermöglichen, eurem Spiel beizutreten. Oder ihr tretet selber einer aktuellen Session bei. Ich kann weder noch zeigen von den letzten beiden, weil das Spiel ist halt noch nicht draußen. Deswegen starten wir privat. So. Neues Spiel. Können wir nicht benennen. Alles klar, erstellen. Meine Welt, Flammenstufe 1. Aha. Die kann ich dann jetzt auch umbenennen. Pandaria. Nein, Pandarien. Pandaria gibt's schon. So, und spielen. Alles klar, ich bin gespannt. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure. A blessing, a weapon, once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Klingt das schon mal sehr cool. Wobei ich Miasma, auch ein viel geileres Wort als Shroud, sehe. Aber naja, das wäre ein bisschen komisch, wenn man es Miasma nennen würde. Aha. Wir erwachen aus so einem Tank. Aha, ausgeruht, inaktiv, Wärme, Schutz und Komfort.
Wow. Alles klar, wir gucken mal, was jetzt so geht. Aus dem Stand, guck mal, springt der mal so gefühlt 2 Meter. Aber wir sind ja auch krass, wir sind ja ein Flameborn, ne? Wir sind nicht einfach nur ein normaler Mensch. Oh. Ausgeruht. Du hast zu lange geruht, Flammenblut. Warten, ob da noch zur Sprachausgabe kommt. Das Glutal ist untergegangen, verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Flammenaltar, Rezept freigeschaltet, okay. Okay, da geht's gleich los. Oha. Oha, ist das die ganze Welt? Gut, dass sie nicht klein ist. Da hat man einiges zu tun, wahrscheinlich. Aktive Altäre, was haben wir noch? Und ich kann mir vorstellen, das ist nicht das Einzige. Wahrscheinlich gibt es auch Unterkarten oder so. Tagebuch, was haben wir denn hier? So, reiche Ebenen. Glutal ist gefallen, verschlungen vor dem Miasma. Ein vielversprechender Ort zum Errichten des Flammenaltars ist auf deiner Karte markiert. Richte den Ort, um fortzufahren. Handwerk. Hier werden alle entdeckten Rezepte für diese Handwerkstation gespeichert. Du kannst diese Symbole auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren. Hier findest du die Anforderungen und Zutaten für jedes Rezept. Steine. Ich brauche nur 5 Steine für den Flammenaltar, okay. Du kannst Rezepte anheften, um benachrichtigt zu werden, sobald du genug Zutaten für ihre Herstellung gesammelt hast. Ich pinne es mal an, auch wenn ich es nicht brauche. Weil 5 Steine kriege ich ja wohl so noch auf die Reihe, mir das zu merken. Oha. Alter, Überlebender, Bestienmeister, Waldläufer, Assassine, Gauner, Zauberer, also das ist wohl der Magie-Tree oder hier der Schurken-Tree und das ist wohl der Kampf, also Intelligenz, körperliche Kräfte und Geschicklichkeit, würde ich mal sagen. Da steht es auch, Stärke, Geschick, Intelligenz, Konstitution ist wohl Lebensenergie, Willenskraft ist, denke ich mal, dann so Mana-Vorrat und Kondition ist natürlich Ausdauer. Sehr cool, das gefällt mir schon mal gut. So ein, von jedem Spiel hat sich eh was Cooles genommen jetzt. Das wirkt so ein bisschen wie das Sphärenbrett aus Final Fantasy. Das mit dem Bar, es hat mich halt direkt so ein bisschen an Breath of the Wild erinnert. Mit dem Buff erstmal. Aber gucken wir mal. Ist ja wie gesagt noch Early Access, es kann sich noch ein bisschen was ändern. Ich weiß gar nicht, wann es jetzt für ein Release geplant ist. Aber es sieht schon mal sehr schick aus. Ja, doch. Da könnte ich mir gut vorstellen, ein bisschen Zeit zu verbringen in dieser Welt. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckung im Auge zu behalten. I? Nicht M? Ja, doch, M. So. Ebene für erste Basis. Wegpunkt ist schon gesetzt. Was ist das denn? Neue Geschichtsseite allgemein, die Theorien des Alchemisten 1. Über das Flüstern der Flamme. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern. Aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen, Balthasar. Tja, Balthasar. So, erhellend ist es nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich denke mal auch nicht, dass wir jetzt so viele Leute in der Welt treffen werden. Also, ich meine jetzt nicht andere Spielercharaktere. Das sowieso jetzt noch nicht. Oh, guck mal, wir haben so... Okay. Aber wenn es ja schon heißt, so das Miasma, das Shroud, es tötet alles. Tja. Ist das vielleicht sogar schon dieses Shroud, dieser Nebel? Nee. Vielleicht diese Flecken da unten. Vielleicht kann ich da selber noch nicht reinlaufen. Ach, guck mal. Ich sag noch Breath of the Wild und dann sehen wir diesen Ausdauerkreis hier, ne? Guck's dir mal an. Okay. Wie gesagt, ich find's ja nicht schlecht. Das ist ja schön, wenn man sich irgendwo Vorbild nimmt. Eine Fackel und eine Bandage. Alles nehmen. Ich mag halt diesen Spruch. Besser gut geklaut als schlecht selber gemacht, nicht? Weil klauen ist es ja nicht. Es ist inspiriert. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall...
Mir gefällt es schon mal so optisch. Aha. Oh. Ich kann zuhauen mit der Fackel. Angriff, halten zum Werfen. Nee, will ich nicht. Mach ich nicht. Aha. Ist das unsere Magie? Also, ein Flameborn sozusagen. Wir sind von Magie durchdrungen. Also, wir sind ein hochmagisches Wesen. Dementsprechend fände ich es natürlich komisch, wenn ich dann einfach nur so ein Nahkampfbild mache. Ich denke mal schon, dass ich irgendwie was mit Magie nehmen werde. Es gibt ja auch so Mischklassen wahrscheinlich. Also kennt man ja aus anderen Spielen, so Dragon's Dogma, da gibt es ja auch so magische Ritter oder ne, so Runenritter. Oder es gibt auch magische Bogenschützen. Oha. Das sieht mir doch sehr nach Shrouded aus da unten. Mal gucken. Die Flamme ermöglicht es dir, den Miasma zu widerstehen, aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem. Entkomme, um deine maximale Zeit für Miasma aufzufüllen. Aha. Das hat so eine Restriktion wahrscheinlich, dass man nicht sofort überall hinkommt. Ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt da bleiben kann. 5 Minuten. Oh, das ist doch okay. 5 Minuten ist voll okay. Drücke Tabulator, um Gegner ins Visier zu nehmen. Steuerung zum Ausweichen. Ah, okay. Wie gesagt, 5 Minuten, voll in Ordnung. Oh, das kostet aber ganz schön. Miasma Sporen, eine seltsame Energie. Im Moment scheint sie noch sehr instabil zu sein. Aber vielleicht kann sie gezähmt werden. Stofffetzen. Also ich werde die Steuerung definitiv umstellen, wenn ich selber vielleicht noch spiele. Ach, guck mal, hier bin ich immer noch Miasma, okay. Aber Steuerung im Ausweichen ist ein bisschen... Oh, was ist das denn? Rostiges Kurzschwert. 11 Schaden. Rucksack B. Ich mach die 9 Schaden. Leg ich die mal auf die 2. Oh, der Sound ist auf jeden Fall schon schön. Ah. Ja, ich wette, wir können das. Diese Widerstandsfähigkeit können wir auch noch skillen oder so. Oh. Ja, das ist ja hervorragend. Rezeptpfeil geschaltet für einen Schild. Aha. Und wir haben Stein gefunden. Sehr schön. Grober Holzblock bei Werkbank. Ein Bauhammer. Hammer der Erbauer. Ein archaisches Bauwerkzeug, das von der Flamme angetrieben wird und mit dem du schnell verschiedene Strukturen rund um dein Haus errichten kannst. Aha. Kann nur innerhalb der Reichweite eines Flammenaltars verwendet werden. Ja, macht Sinn irgendwie, ne? So. Lagerfeuer brauchen wir Holzscheite. Schilde. Holzscheite und Garn. Ah, haben wir alles nicht. Aha. Fällst du, erwachst du an einem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben. Oh nein, meine Lebensenergie ist wieder auf normal zurück. Das sind immer noch 100 Meter. Eieiei, ey, das gefällt mir echt gut. Das sieht halt wie eine lebendige Welt aus und nicht wie so zusammengestückelt. Also alles handgebaut. Lila Beeren. Äste, Pflanzenfaser. Oh. Wachs und Honig. Alter. Auch Pilze, auch noch roter Pilz. Ich nehme alles mit. Oh. Er ist ja krass. Er kann einfach so die Steine zerquetschen. Hier ist auch sehr flott das Einsammeln, finde ich auch ganz gut. Mais. Und ich habe meine ganzen Steine. Flammenaltar. Ja, das ist. Also das Ressourcensammeln geht sehr flott. Sehr einfach. Ach guck mal, die Waffe geht übrigens auch kaputt, ne? Wenn du mit einem Schild oder einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, drücke rechte Maustaste zum Blocken. Ein gut getimter Block wird den Angriff parieren.
Ah, Parry ist schon mal sehr gut. Und Fähigkeitspunkt. Ist das ein Grab? Ja, ne? Aha, gezehrter Holzblock und mehr. Unter der Werkbank. Wasser. Kann schlafen. Die Rüstung ist wohl... Oh, Garn. Ich kann mir ein Schild bauen. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich in seiner... dass ich einen seiner Art gesehen habe. Und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Kann ich das einsammeln? Ne, das bleibt hier. Komfort Level 4, okay. Ist halt geil, du läufst hin, drückst E und plapp, das ist im Inventar. Easy. Ja, ich werde jetzt nicht allzu viel absuchen. Ich will so ein bisschen, dass hier nur ein Video wird, versteht ihr, will ich so ein bisschen gucken, was noch geht. Also wenn es euch jetzt ein bisschen zu schnell geht, am besten selber kaufen, wenn es rauskommt. Heiltrank. 200 Lebenspunkte. Okay. Ist das ein Hase? Alles sammeln. Wasser ist eine hervorragende Vitalitätsquelle. Trink es, um deine Ausdauer zu verbessern. Und sie schneller zu regenerieren. Aha. Ist hier auch Miasma? Oh ja. Ja, ja, ja. Böses Miasma. Wenn man alles kaputt hauen kann, finde ich auch super. Und? Oh, Wasser, Holzscheit. Eieiei. Ist das denn Garn? Stofffetzen? Äste, Stoppfetzen, Fellfetzen, Alter. Ach guck mal, das kann ich auch zerhauen. Noch mehr Holz. Kriege ich hier einen Bogen? Nee. Alles rostig, aber hier gibt's Pfeile. Schrottpfeil. Naja, Rost ist auch wahrscheinlich ein bisschen gefährlich. Also wenn man damit irgendjemanden trifft. So, dann lass uns mal gucken. Handwerk. Bandage, Garn. Pflanzenfaser. Okay. Flammenaltar, Bauhammer. Oh, dann habe ich schon Bauhammer. Ach, guck mal, hier sieht man noch die Kategorie. Also, die kann ich bauen gerade. Das ist Vorräte, Bandagen, das ist Ressourcen. Holzfäller-Axt. Aha. Spitzhacke. Lagerfeuerfackel. Schilde, Keule, auch 11 Schaden, ein Bogen, ausrüstbar Fernkampfwaffe. Ja, und 10 Holzpfeile aus Ästen. So, dann, legen wir den mal da drauf. Achso, mit Alt kann ich die Tasten wechseln, okay. Habe ich denn auch einen Köcher oder so? Feuersteinpfeil, Schrottpfeil, wie kann ich die... Wie kann ich die denn wechseln? Ah, okay, so. Mit dem Mausrad. Wo war denn der Hase? Da. Sorry, Häschen. Ein Gegner getötet, 11 XP. Naja, ein Gegner. Großes Fleisch. Ah ja. Ein Gegner war es jetzt ja nicht direkt. Der arme Hase. Böser Gegner. So, und da kann ich den Feueraltar jetzt errichten, ja? Pflanzenfaseräste. Oh, nochmal ein paar Steine mitnehmen. Sehr gut. So, beanspruche den Platz für deine Basis.
So. Klar, mein Alter. Da. Mit der Flamme kommunizieren. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe. Direkt hinter dem miasmaverhüllten Tal. Ah, so. Ja, hat kurz geklingelt. Flammenaltar. Was haben wir denn jetzt hier? Altar aufwerten. Erweitere den Baubereich. Dafür brauche ich Miasma-Seele. Stärke die Flamme. Globalen Fortschritt freischalten. Oha. Da fehlt mir auch eine ganze Menge Zeug. Harz, roter Pilz habe ich schon. Knochen, Miasma-Flüssigkeit, Funken, Tierfell. Hier, Zeit im Miasma 6 Minuten. Ah, so funktioniert das dann. Warte mal, was noch? Als Aktivierungskapazität Miasma Passierstufe 2. Ah, sag ja, das ist doch die Restriktion. Man kann wahrscheinlich nicht direkt überall hin. Und Fähigkeitspunkte zurücksetzen für Holz. Oh. Jetzt sind wir ganz schnell dunkel geworden. Ja, ich war ein paar Minuten weg. Ach nee, was mache ich denn? Quatsch. So. Fähigkeiten. Wir haben 2 Punkte. Ist die Frage, was nehmen wir? Gauner? Ein magischer Schlag, der getroffene Feinde wegstößt und betäubt. Ersetzt deine unbewaffneten Angriffe, solange du das nötige Mana zur Verfügung hast. Zauberer. Hier, das ist der Zauberer-Tree. Intelligenz, erhöht das Attribut. Strahlende Aura. Alle Brutfeinde im Umkreis von 10 Metern erhalten pro Intelligenzpunkt einen Feuerschaden pro Sekunde. Ein Heiler. Ja, das ist wahrscheinlich mehr so für das Gruppenspiel. Wenn du von einem Feind getötet wirst, werden alle Verbündeten im Umkreis von 50 Metern um 30% ihrer maximalen Gesundheit geheilt. Was Passives. Teleport. Ersetzt die Ausweichrolle durch einen Kurzstrecken-Teleport. Auch nett. Ausweichangriff. Ach hier, das ist der kombinierte Kampfmagier. Ich sag ja, das sind so die kombinierten Trees. Überlebender. Du erhältst einen zusätzlichen Nahrungsslot. Bestienmeister. Waldläufer. Ha, was nehme ich jetzt? Schleichangriff. Fügt Gegnern massiven 10-fachen Schaden zu. Gut ausgeruht. Die Grundausdauer für den Ausgeruht-Buff wird um 5 Minuten erhöht. Erlöser. Aha, du benötigst nur 3 statt 6 Sekunden, um einen Verbündeten wiederzubeleben. Gnadenloser Angriff. Ah, für einen gnadenlosen Angriff aus, indem du E drückst, um einen Gegner zu überwältigen und die massiven Schaden zuzufügen. Ah, die brauchen manchmal halt 2, ne? Holzfäller-Äxte verursachen 30% mehr Schaden gegen Holzobjekte, einschließlich Bäume. Aha, Geschickattribut, Geschickattribut, Stärke, Willenskraft, Gesundheit um 20 pro Attributspunkt. Oh, okay. Intelligenz ist der Magieschaden, Konstitution ist Gesundheit, auch 50, das ist nur 20. Aha. Okay, ich werde erstmal nichts skillen, glaube ich. So, und was machen wir jetzt? Blutwacht. Flammenkrypta. Als nächstes müssen wir hier hin. Finde den schlafenden Überlebenden. Ich glaube, ich werde mich aber erstmal kurz hier pennen legen irgendwo. Nee, warte mal. Es ist kalt. Boah. Mal gucken, was können wir denn noch bauen? Garn, Lagerfeuer, Fackel. Puh. Soll ich mal ein Schild bauen? Ja. So, dann, einmal dahin. Ah, guck mal, die habe ich jetzt automatisch ausgerüstet. Den Schild. Interessant. Soll ich da jetzt schon hinlaufen? Ich meine, es ist kalt, ne? Hier mal zurück zur Glutwacht. Guck mal, ob ich da vielleicht ein paar Klamotten finde oder so. Ich bin ja so ein Querfeldeingeher. Wahrscheinlich erwartet das Spiel jetzt so ein bisschen, dass wir irgendwie da durchlaufen. Und uns erstmal umsehen. Die Wege lang gehen, meine ich. Aber ich bin halt nicht so. Ich gehe lieber querfeld an und guck da erstmal. Oh. Da sind wieder welche. Ja. Yeah. Stirb. Stofffetzen.
Heiltrank. Ja, nehmen wir mit. Meine Fackel ist gleich kaputt. Aber ich kann noch mehr machen, ist nicht so wild. Meh. Die Ziegen laufen ja auch rum. Ah, interagiere mit Lagerfeuern, um Essen zu kochen oder setze dich in ihre Nähe, um ausgeruht zu werden. Holzscheite. Ah, da ist auch was zu lesen. Aha, ein Dietrich habe ich freigeschaltet. Ein erholsamer Schlaf. Endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochen schmerzen, aber mit der Wärme eines Feuers, einem Unterschlupf und etwas Schlaf sollte ich mich gut ausruhen können. Das Essen wird knapp. Ich habe gehört, dass sie eine Expedition planen. Zum Glück habe ich einige Rationen unter meinem Bett versteckt. Die werden eine gute Mahlzeit abgeben, wenn ich sie über dem Feuer, wenn sie über dem Feuer gekocht werden. Kochen. Was war das denn? Klirr. Platziere Nahrung in deiner Aktionsleiste, wähle sie aus und drücke die linke Maustaste, um sie zu kochen. Hier haben wir Fleisch. Zum Kochen halten, oder? Alles ja nett. Oh, ist fertig. Ah, ich verstehe. Wenn die weiß ist, dann kann man sie kochen. Und wenn sie ausgegraut ist, dann vielleicht nicht mehr unbedingt kochen. Da, guck, den Pilz hier. Den kann ich zum Beispiel... Ach, der ist schon geröstet. Roter Pilz. Fertig. Maiskolben. Geil. Ich weiß nicht, ob das irgendwann schlecht wird. So. Schön, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Nachtgeschwindigkeit 60. Oh, das ging ja schnell. Schon ist Tag. So, und jetzt... Essen. Ah, da kriegen wir noch einen Bonus jetzt. Alles klar. Ja, sehr cool. Ah, da ist noch die andere Fackel. Ja, gehen wir mal darüber, wo es als nächstes hingeht. Ist das eine tote Ziege? Okay. Noch ein Tierfell. Ja. Ist schon wahrscheinlich zu lange tot. Alles klar. Gucken wir mal weiter. Warte mal, ich glaube, ich baue mir mal eine Hacke. Weil ich möchte eigentlich gerne mal Erze irgendwo kloppen gehen, wenn ich was finde. Wo ist denn das jetzt? Holzpfeil. Ach, hier ist er. So, warte mal, ich leg mal die Nahrung auf die untere Leiste. Wasser. Bauhammer. Ist noch mehr Honig. Gar keine Bienen hier. Und hier noch mehr Ziegen. Ist überhaupt? Ja, da geht's wohl hin. Hey, Ziege. Pflanzenfaser, ja. Na, ich bin mal gespannt. Noch sind es ja nur so Billo-Gegner, aber wahrscheinlich kommen ja noch fette Bosse und alles später. Oh, was ist das denn? Kann ich da eine Brücke rüberlegen? Jetzt allerdings geht da noch gar nichts. Aha. Holzfall und Bandage. Ich komme hier gar nicht hoch. Mist. Nee. Ja, man kann richtig weit springen, ne? Ah, alles klar. Hier soll ich wohl hin, weil die Fackeln mich da so hinweisen, so ein bisschen. Aha. Hat das Miasma die getötet, also die Kreaturen? Oh, crap. Du kommst hier ohne Greifhaken nicht weiter. Suche stattdessen einen Weg durch das Miasma. Aha. Ach, diese Haken sind für die Greifhaken. Alles klar. Also diese Metalldinger da. Oh yeah.
Heiltrank. Was haben wir hier? Tagebuch des Hauptmanns, Tag 20. Wir sind hungrig. Wir müssen die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssten es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Hauptmann Arkwright. Naja, gut, also wenn die eine Zeit lang da drin überleben können, ist doch gar nicht so schlimm. Naja. Bleib auf dem Pfad, auf das du nicht, was der Brut des Miasma zum Opfer fallen mögest. Die Erlösung ist nah. Sehr gut. Wahrscheinlich gibt es hier richtig fiese Viecher, wenn ich zu weit reingehe. Oh, Münzen hat der gehabt. Komm, greif mal an. Ha! Yeah! Oh, ein Ring. Ausdauer und Lebenspunkte. Ja, da kann ich denn irgendwie... Charakter. Ah. Sehr gut. Ausdauer und Lebenspunkte. Was ist das? Diese Sanduhrkapsel stellt deine verbleibende Zeit im Miasma wieder her. Sie wird bei der Verwendung verbraucht und kann nicht im Inventar aufbewahrt werden. Okay. Was zum? Warum ist das einfach so explodiert? Oh, das tickert. Okay, es tickert wieder hoch. Alles klar. Ein paar Klamotten zu haben, wäre vielleicht mal nicht schlecht, oder? Weil ich hier rauskomme. Ha. Puh, so etwa geschafft. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Brücke. Alter, was ist denn da? Au! Alter. Ist das denn Wasser, Metallschrott? Arsch. Ey, lass mich jetzt bloß in Ruhe, ihr Viecher, ne? War mir klar, dass der mich jetzt auch noch angreifen muss. Die Braylon-Brücke. Aha. Oh, sind das Fallen? Entschärfen? Die sind doch schon entschärft. Komm, ich geh mal... Ist da noch was? Nee. Ja, mein schönes Schwert ist gleich kaputt. Ich bin mal gespannt. Was da gleich noch alles kommt. Aber hier ist halt... Boah, es ist schön hier. Glühwürmchen. Was? Okay, der ist echt pragmatisch. Der macht einfach mal eine Lampe aus Glühwürmchen. Fische können dich verbergen, wenn du dich in ihnen befindest. Drücke C, um dich zu ducken und zu verstecken. Und nutze sie, um dich an Gegner heranzuschleichen. Alter! Was? Ja, geh mal auf die und nicht auf mich. Au. Ja.
Haben die Bienen die jetzt getötet? Wahrscheinlich. Also ich habe gesehen, dass da drei waren, aber einer ist wohl noch mitgestorben. Wo kamen die? Ach, die kamen aus den Bienenstöcken, ne? Sag mal. Ich habe dir gar nichts getan. Die wurden auf einmal voll aggro, die Viecher. Okay. Ach. Hä? Ah! Und man kann die Ausrüstung reparieren. Aber ich meinte hier diesen Behälter. Das ist doch so ein Flammen... so ein Flameborn-Behälter. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte, Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Seelenkessel hält, okay? Als ob mein Leben davon abhinge. Und das tut es wohl auch, Balthasar. Ja. Aber dass man Sachen reparieren kann, finde ich sehr geil. Super wichtig. Hier noch was. Heureka! Beide der Bauern, ich habe es geschafft. Equilibrium, das Subjekt verwest nicht. Unberührt von unerbittlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Die Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Balthasar. Explosive Schwarzpulverkugel. So eine Bombe. Ich frage mich gerade, gibt es eigentlich auch Fallschaden? Also wenn ich jetzt irgendwo von weit oben runterfalle, ist nicht so gut oder ist egal. Hüpft da der Erbauer. Schmied. Ja, mach mal. Okay, wenn er jedes Mal meint, hier so eine Aktion abziehen zu müssen. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Tja, alle tot. Aber hier... Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit verschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben, Balthasar. Aha. Oswald Anders, der Schmied. Beschwörungsstab. Aha. Was? Kohle bei Kohlebrennofen. Zauberstab. Ah. Lumpen. Oh, guck mal, ich kann jetzt... Ja. Machen wir mal Garn. Und hier habe ich noch die Beine. Brauche ich noch mehr Garn. Schuhe, brauche ich noch zwei Garn für. So. Endlich habe ich ein bisschen was zum Anziehen. Ah, ich habe ja schon eine Hose. Abgenutzte. Okay. Die ist besser als die, die ich gerade anhatte. Alles klar. Kaputte Schuhe. Rucksackerweiterung gibt es auch noch. Finde die schlafenden Überlebenden. Beschwöre den Überlebenden. Beschwörungsstab, da haben wir ihn ja. Ich brauche da nur Äste für. Okay. Baugebiet benötigt.
Wenn du dich ausruhen musst, kannst du eine Karte mit M öffnen und mit Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückkehren. Ah. Okay. Ja, nice. Also ist das jetzt mein Hut sozusagen, ja? My Hub. Okay. Hey! Da ist er. Ich bin endlich wieder da, der bescheidene Schmied zu deinen Diensten. Dann wollen wir dich mal ordentlich ausstatten. Ah? Herstellung der ersten Ausrüstung. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und mickrig. Und man nennt dich ein Flammenblut? Du brauchst eine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule herzustellen wäre ein guter Anfang. Okay. Gucken wir mal herstellen. Kohlebrennofen. Brauche ich auch noch mehr Steine. Nägel. Den Dietrich. Bauen wir mal. Oh, Metallplatten. Einhändige Waffe, ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule. Brauche ich Nägel für. Yeah, ich habe schon mein Schwert. Geschirr, dekorativ. Ein dekoratives Objekt, mit dem du dein Zuhause verschönern kannst. Ich will ja nichts sagen, aber... Schön ist anders. Fellrüstungsset, Tiergarn. Garn, mein Tierfell und Stofffetzen. Da hätte ich mal lieber das hier gleich gebaut. So, was haben wir denn? Gleiter. Die Flamme verleiht dir keine Flügel, Kind. Stell ein Gleiter an einer Werkbank her. Das macht die Fortbewegung ein bisschen einfacher. Perfekt für Draufgänger wie dich. Vergiss nicht, dass die Benutzung eines Gleiters Ausdauerpunkte kostet. Ich glaube, du Jungspund hast das Zeug dazu. Glutal kann immer noch gerettet werden. Wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das Miasma setzt den Tälern zu. Also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Elixierbrunnen und beseitige die Wurzel unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los, ich zähle auf dich. Du Flammenspross. Gut ausgeruht. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruh dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über dem Kopf und etwas Fleisch im Magen bereiten dich auf alles vor. Ich brauche eine vernünftige Werkstatt, in der ich arbeiten kann, sonst kann ich dir keine Ausrüstung für deine Reise herstellen. Keine Angst, es ist nicht schwierig, eine zu bauen. Du wirst eine Werkbank, ein paar Blöcke und den Bauhammer brauchen. Also an die Arbeit, Flammenspressling. Okay. Ja, wie gesagt, Steine, Stein, Metallschrott, Kohle, Holzscheite. Wo krieg ich das denn her? Okay. Der Schmied will eine Werkstatt. Ah, da oben, ja. Gut. Dann, oh, das macht 16 Schaden, sehr schön. So. Mach's mal so. Ja, sieht alles ein bisschen grob schlechtig aus, aber ist ja okay. Ja, dann muss ich wieder durch das Jasma durch hier, ne? So, Steine brauchen wir ganz viele. Kann ich den eigentlich zerhacken? Oh! Sehr gut. So, jetzt haben wir ein paar Steine. Wo war denn, warte mal, der Gleiter, den muss er mir erst bauen an der Werkbank, ne? Da habe ich ein kleines Problem, weil da komme ich jetzt nicht so einfach hin. Da runter. Don't waste your breath. Don't waste your breath. Kein Slot im Rucksack für viel Geld. Oh. Erde. So, du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche in den Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Aha. Erstmal Seele. Es geht alles nicht. So. Ich habe aber leider keinen Platz im Rucksack. Will ich die irgendwo hinwerfen? Löschen. So. Warte mal, Werkbank, was braucht die? Garn. So.
Zack. Herstellen und reparieren. Aha. Greifhaken, Gleiter, Miasma, Miasma Holz. Wie ist das denn her? Wahrscheinlich muss ich das halt wirklich in dem Miasma abbauen. Na gut, aber Leute, das reicht jetzt, glaube ich, erstmal für das angezockt. Ein Video, habe ich ja gesagt, mache ich. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann kauft es euch gerne und spielt selber. Vorzugsweise mit 15 Freunden. Denn ich glaube, da macht es am meisten Spaß, wenn ihr da eine ganze große Welt zusammen erkunden könnt. Wobei mir das ein bisschen zu viel. Ich glaube, so 3 Leute wäre schon okay. Aber ja, es gibt die Möglichkeit für 16 insgesamt. Und ja, ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ich danke für die Kommentare und für die Likes. Und ich hoffe, wir sehen uns zu was anderem wieder. Ich bin der Bruger. Macht es gut und tschüss.